Wir haben im Europäischen Parlament in der letzten Woche darüber abgestimmt, ob der Döner auch weiterhin tiefgefroren mit Phosphat auf den Markt gebracht werden kann. Nachdem Phosphat in allen Lebensmitteln gestattet ist, bin ich der Meinung, sollte es auch beim Döner erlaubt sein. Jetzt freue ich mich aber, dass ich hier, wo ich einen frischen Döner kriege, der nicht tiefgefroren war, wünsche allen einen guten Appetit und lassen Sie sich den Döner auch weiterhin schmecken.